Moin zusammen. Heute gibt es keinen Sonnenuntergang, keinen Sonnenaufgang, ist ein bisschen bewölkt. Na, blöd, egal, kann man nichts machen. So, einige Leute in meinem Beitrag haben echt richtig gelegen. Ich hätte es nicht gedacht, also die Autos ja jetzt nicht so unfassbar weit verbreitet waren. Ansonsten gingen die Vermutungen von C-Klasse über Mazda, Ford Mondeo und diverse Japaner. Ja, alles fing an mit einer Anzeige. Bei eBay Kleinanzeigen, wie gesagt, ich habe Suchaufträge laufen. Alles, was so interessant ist an Zugfahrzeugen etc. Ne? Diesel natürlich. Wie gesagt, das macht ja keinen Sinn, Benziner zu fahren. Das ist totaler Quark. Ne? Wir hatten so ein Auto auch mal als Benziner. Den Vorgänger. 15, 16 Liter auf 100. Das muss nicht sein. Ja, mit dem haben wir auch übrigens Anhänger gezogen. Der konnte das durchaus, aber ne, unser Portemonnaie konnte das irgendwann nicht mehr. So, und hier mal kurz der Schwenk aufs Auto. Ja, also liebe Leute, diejenigen, die Volvo gesagt haben, lagen richtig. So, die Anzeige poppte gestern auf, 300 Euro mit TÜV bis Ende des Jahres. Fährt, bremst, lenkt. Natürlich hat so ein Auto mit 456.000 Kilometern Spuren, ne? Aber es ist immer noch und bleibt ein Volvo. Wie man hier auch gerne sieht. Das ist ein 98er. Den Rost könnt ihr suchen. Ich würde bestimmt auch finden, aber ich will gar nicht. Ja, der Wagen ist noch nicht sauber gemacht worden. Ist halt einfach, was weiß ich, ein Familienauto gewesen. Der gute Mann hat den Wagen von seinem Vater übernommen. Der Vater hat bei 410.000 den Zahnriemen gewechselt. Jetzt hat er 456.000 knapp runter. Ach, diese Tür. Ja. Alter, nicht so aufdringlich bitte. Ja, was hier nicht in Ordnung ist, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das ist die Kennzeichenbeleuchtung. Muss ich mir nochmal angucken. Vielleicht ist da irgendwo ein Kurzschluss drin. Die Heckklappe selbst. Für ein Volvo echt rostfrei. Die können das wirklich gut an der Heckklappe rosten. Hat er nicht. Ja, und dann die diversen Fächer etc. Ne? Ich habe eine Ölkanne gefunden und habe direkt gefragt, so von wegen, und wie viel Öl nimmt er? Ja, er hat vor 2 Jahren einen Ölwechsel gemacht. Und er hat nichts genommen bis dann. Also. Ja. Natürlich ist der Wagen gebraucht worden, ne? Nochmal, 456.000 Kilometer. Ne?
Aua. Aber dafür, dass dieses Auto jetzt 24 Jahre alt ist und 456.000 Kilometer runter hat, bis auf den kleinen Einschlag auf dem Parkplatz da vorne, Respekt. Ja, Langzeitautos halt, ne? Der Fensterheber hier hinten geht nicht. Das habe ich schon rausgefunden. Dass sich das löst, ne? 90er Jahre Klebstoff, ne? Wir kennen die diversen Dachhebel von Audi und sowas, alles in der Richtung, VW. Ich habe den ganzen Krempel von den Kindern zusammengefegt, in den Fußraum erstmal geworfen, schmeiße ich gleich weg. Hier war auch ein Osterhase drin. Ja. Oder ein Weihnachtsmann, man weiß es nicht. Er war nicht mehr angezogen. Ja, Klimaanlage funktioniert. Das Radio da in der Mitte funktioniert. Auf der Rückbank lag noch, genau wo es jetzt immer noch liegt, die Rückfahrkamera dafür. Sehr gut. Ich glaube, die baue ich sogar ein. Weil hier ein Anhänger anhängen, ja, man sieht's, ne? Den Anhänger zu treffen ist nicht so leicht. Durch das hohe Heck. Ah, ich sehe doch ein bisschen Rost. Das muss weggemacht werden. Aber das kommt vom Kennzeichen, ne? Von dem Gerubel. Solange da keine fetten Löcher drin sind, interessiert mich das auch nicht. Dieses Auto ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unzerstörbar. Ich suche nachher mal die YouTube, auf den YouTube-Auftritt von diesen bekloppten Skandinaviern raus. Die haben dieses Auto versucht zu zerstören. Die einzigen, die hinterher zerstört waren, waren sie selbst. Das Auto lief noch. Und die haben da einiges mit veranstaltet. Der V70 ist, wie man so schön sagt, ein Monument. Mhm. Ja, die Scheibenwischer, die Wischer hier vorne für die Stoßstange, muss ich mal gucken, ob ich die noch irgendwo finde. Sind ja genug über den Jordan gegangen. Ne? Vielleicht mal eine silberne Haube. Nein, mich stört das jetzt nicht wahnsinnig, ne? Aber ne? Kotflügel und Haube. Was fokussiert das Ding jetzt ja nicht? Ja, Kotflügel und Haube. Das hätte was. Aber wie gesagt, das tut Blinker, ja, auch noch. Tut dem Auto jetzt wirklich keinen Abbruch. Ich habe bezahlt 200 Euro. Ich habe ihm geschrieben, ne, dass so, ich biete, nachdem ich die Innenraumbilder gesehen habe und gesehen habe, ja, typischer 90er Jahre Blödsinn bzw. Verfall, ne, habe ich ihm gesagt, ich biete, also mein Angebot sind 200 Euro, wenn das in Ordnung ist, würden wir uns gleich in Bewegung setzen. Er hat ja gesagt. Also für 200 Euro lasse ich sowas nicht stehen. Ne? Es ist natürlich ein Diesel. Ne? Die Sitze gehen sogar noch. Die sind, meine Frau hat sich reingesetzt, sagte so, geil, Sofa. Ja, mal gucken, dass wir die Haube aufkriegen. Natürlich ein Diesel. Wie gesagt, Benziner bringen hier nichts. Den Motor kennt man mit dem Kennbuchstaben ALE aus dem VW T4. Hier hat er 140 PS, 2,5 Liter Direkteinspritzer mit Verteilereinspritzpumpe und einem ausreichend dimensionierten Turbolader. Ja, das eine oder andere wird mal sauber gemacht werden müssen, aber das hier muss ganz dringend gewechselt werden, wie man hier oben sieht, das Motorlager. Ne? Kühlmittel ist drin. Motoröl, naja. Ich habe den jetzt schon mal ein bisschen warm gefahren. Ja, vor 2 Jahren halt gewechselt und nur in der Stadt gefahren. Ne? Hat er mir auch gesagt. Ne? Ist nur in der Stadt gefahren, das hat, macht aus seiner Sicht keinen Sinn mehr. Macht auch keinen Sinn. 140 PS, 2,5 Liter Turbo-Diesel in der Stadt rumzufahren.
hat man dann auch gemerkt, die ersten Meter, die er gefahren ist, hat er geräuchert. Ne? Alter Schwede, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Schwerin, falls es mal für ein paar Minuten nicht zu sehen war, das waren wir. Ja. Reifen alle noch in Ordnung. Ne? Gar kein Zweifel. Kein Schiebedach, macht nichts. Ne? Also wie gesagt, 200 Euro. Ein Radio mit Rückfahrkamera und eine funktionierende Batterie, das waren die 200 Euro. Und da hängt noch ein Auto mit dran. Ne? Ja, warum haben wir den gekriegt? Weil diverse Experten da genervt haben mit gebe 50, hole sofort. Leute, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr mit Menschen umgeht, seid freundlich, guckt euch das Auto an, dann sagt einen Preis und nicht gebe 50, komme sofort. Das funktioniert nicht, Leute. Okay, ja, ihr schafft drei Blöde, die euch ein Auto geben. Ne? Weil sie wahrscheinlich das Auto schon abgemeldet haben und einen gelben Zettel dran haben. Ja, aber ansonsten auch nicht. Gute Autos werdet ihr nie bekommen. Und wir arbeiten schon länger im Transportwesen und wir haben bei allen möglichen Exporthändlern nur Schrott gesehen. Wir haben auch nur Schrott abgeholt und naja, müssen wir uns nicht darüber unterhalten, wie da das Geld verdient wird. Ne? Mit den Autos jedenfalls nicht. Ja, insgesamt, Klima funktioniert, wie gesagt, gar kein Problem. Der Filter ist noch in Ordnung, der Dieselfilter, Kraftstofffilter. Macht keinen Ärger. Die Motoraufhängung, ja, und er hier. Seht ihr das? Wo der sitzt? Klappert wie die Hölle. Wir nachher mal machen. Ich habe das Ding bestellt. Und der hier geht noch. Ich habe aber nur einen gekriegt, war nur einer auf Lager. Ja, und wie gesagt, das Motorlager da oben, aber ich glaube, die Hydrolager unten drunter sind auch nicht so viel besser. Er klappert ganz schön in seinen Halterungen. Aber wie gesagt, nochmal, das ist fast 500.000 Kilometer. Ne? Ich beschwere mich darüber nicht, das ist nur eine Zusammenstellung der Fakten. Ja, Traktion und sowas, alles in der Richtung, gar kein Thema. Da ist ein äußerst schwerer Motor auf der Vorderachse, also der geht gut. Er dreht nicht durch, wenn man Vollgas durchtritt. Gut ausgewogen. Turbolader spricht vernünftig an, bläut nichts, verbraucht kein Öl. Ja, was soll ich dazu sagen? Da funktioniert der Wagen. Ja. Gut. Das war's dann erstmal von hier. Ja, das habe ich im Auto gefunden. Sogar mit der richtigen Freigabe, ACEA B4, genau, das war die ACEA B4, genau. Also war das richtige Motoröl drin, auch schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe dann schon mal, ja, gestern noch Teile bestellt, Luftfilter ist durch. Warte mal hier. Besagtes Motorlager für oben. Ne? Relativ schnell zu wechseln. Geht eigentlich. Öl. Immer darauf achten bei dem Motor. Hm. Der kann wirklich nur 5440, ne? Ich kenne das noch vom T4. Ja, ein monumentaler Ölfilter. Ich bin ja ein Fan von LKW-Motoren im Kleinwagen quasi, ne? Also im Kombi. Tür sei leise. Ja, Luftfilter, Ölfilter und das Ding fürs Federbein. Was da kaputt gerissen ist. Ne? Also dieses Gummi hier, dieses hier, ist abgerissen. Auch alles kein Beinbruch. Ist monumental schnell ausgebaut, so ein Federbein beim Volvo. So, das ist der Peilstab. Wie gesagt, Stadtverkehr, überwiegend Stadtverkehr. Vor 2 Jahren das Öl gewechselt.
Ihr erinnert euch an den Golf, wo ich euch das gezeigt habe. Da ist nichts hängen geblieben, ne? Das ist durch. Und wir haben hier einen ziemlich heftigen Turbolader drin. Der darf dann gerne mal mitgespült werden, sozusagen. Ne? Als nächstes mache ich mal die Motorabdeckung hier runter. Dann schauen wir mal, was da drunter ist. Wahrscheinlich ein Motor. Ja, wir haben hier T40 Befestigung für die Motorabdeckung. Die bei VW natürlich nicht drauf ist. Da versteckt sich der Motor unterm Ladeluftkühler. Ja, das ist der wesentlich bessere Motor als der 5-Zylinder aus dem T5. Hier an der Seite was? Wahrscheinlich nicht. Da ist er. So, als allererstes gucken wir, ob die Pumpe dicht ist. Die ist dicht, das ist gut. Welcher Knies an den Einspritzdüsen, nichts undicht. Die wird langsam durchgescheuert durch die Motorabdeckung. Ich mag Motorabdeckungen nicht, das ist das Problem immer. Ja, Pumpe in dem Fall auf der Seite, klar, ne? Hier ist der zweite Antriebsriemen, der zweite Zahnriemen. Ne? Zahnriemen muss ich nicht glauben, gucke ich mir trotzdem an. Okay, Zahnriemen. Da muss ich mir eine Lampe holen. Aus eigentlich. Beim nächsten Mal wird auf jeden Fall der Simmerring bzw. Wellendichtring unten von der Kurbelwelle fällig werden. Ja, und die Spannrolle hier vom Keilrippenriemen hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Also solange es keine Geräusche macht, ne? Wollen wir da nicht dran rumspinnen. Die Wasserpumpe ist beim letzten Mal auf jeden Fall gemacht worden, das sieht man. Ja. Also ich sehe da jetzt nichts Gefährliches. Gut, dann kann das wieder zusammen. Ja, als erstes machen wir den Luftfilter. Das Öl müssen wir erstmal richtig warm fahren. Der alte Luftfilter ist dann schon, naja, wie der Name schon sagt, alt. Aber auch nicht übertrieben. Das haben wir bei anderen werkstattgewarteten Fahrzeugen schon schlimmer gesehen. Ein neuer. Ach so, wir sollten das vielleicht erstmal aussaugen.
Da sind ganz viele Leute drin. So. Qualmt nämlich ganz schön. Kippen wir erstmal das restliche Öl da rein, was er noch mitgegeben hat. Mit dem Wagen wird er sich gefahren, ne? So dann nun durchlaufen. Danach kommt noch eine Ölspülung. Ganz ehrlich zu sein, 550.000 Kilometer oder 560.000 Kilometer ist für den Motor nichts. Ne? Unser T4 hatte 500.000 runter. Oder weit über 500.000. Was war das nochmal? 540.000 runter oder sowas in der Richtung. Einwandfrei. Lief einwandfrei, ohne Probleme. Wenn alle Fahrzeuge so wenig Probleme machen würden, dann wäre ich glücklich. Ja, dicht scheint er auch zu sein. Hier ist keine Ölleckage zu sehen oder so. Hinten am Turbo ist auch alles furztrocken. Ja, da ist auch nichts zu sehen. Schon fetter Auspuff. Ja, genau diese silberne Röhrchen oben drauf. Ist der Knackpunkt bei dem Motor. Deswegen regelmäßig Öl wechseln, auch beim T4. Ja, jetzt sieht man es noch ganz gut. Das ist die Zuleitung. Öl. Und die geht schon ziemlich gut über die Hitze. So ein Turbolader kriegt mal 600 Grad. Und wenn das Öl da drin verkokt, dann ist das ist schlecht. Nennen wir es einfach mal schlecht. So. Wo liegt jetzt das Problem? Das Problem liegt an folgendem. Wenn ihr diese Leitung seht, darunter ist der Turbolader. Gut, da ist ein bisschen Band drum, das ist ein bisschen abgeschirmt, Pillepalle. Wenn ihr das Ding über die Autobahn nagelt, so richtig, ne, so richtig Vollgas gebt, über eine längere Zeit, auf dem Parkplatz abstellen, das war's. Das Öl wird in dem Rohr festgebacken. Und das ein paar Mal hintereinander. Das wird immer weniger vom Durchmesser und weniger und weniger. Und dann ist irgendwann der Turbo rottig. Ja. Genau das ist das Problem. So. Jetzt schnappen wir uns gleich mal die Ansaugung hinterm Luftmassenmesser. Lassen wir den erstmal warm laufen. Dann gucken wir mal, was er im Ladeluftkühler so alles sitzen hat. Das Rohr hier lösen wir gleich. Und dann gucken wir mal, dass wir Ladeluftkühler etc. sauber kriegen. Die Prozedur kennt ihr ja schon. Von dem Golf zum Beispiel. Wenn er immer durch die Stadt gefahren wurde, ist der ganze Blödsinn natürlich im System. Und nicht hinten rausgeflogen. Das meiste fliegt hinten raus, wenn ihr regelmäßig, also wenn dieses Fahrzeug adäquat genutzt wird, dann nehmen wir es mal einfach mal beim Namen. Wenn das Fahrzeug adäquat genutzt wird, fliegt der ganze Blödsinn hinten raus. Landet der ganze Blödsinn in Ladeluftkühler und saugt ihr dieses Öl, dieses Gemisch, diese Pampe an. Saugt das, wird das hier reingesaugt, rennt sich der Motor tot. Und das wollen wir alle nicht haben. So. Starten wir den Motor.
jetzt die Motorkontrollleuchte an. OBD-Buchse ist hier. Ich hoffe, dass ich überhaupt ein Volvo-Programm drauf habe. Glaub nicht. So. Mal gucken. Ich darf den jetzt mit der Ölfüllung nicht hochdrehen. Hat da gar keinen Bock drauf. Ja, die Hoffnung, dass man alle Autos mit einem Auslesegerät auslesen kann, das könnt ihr euch abschminken. Deswegen haben Werkstätten auch immer verschiedene. Das macht. Delphi hat den wesentlichen Vorteil, dass die Elektronik bei vielen Fahrzeugen von Delphi ist. Schon mal ganz praktisch. Ich sage das nur, weil von dem Topton-Gerät, da einige gesagt haben, ja, dieses und jenes kann nicht ausgelesen werden. Es gibt kein Gerät, ne, was alles kann. Ne? Selbst die wirklich teuren, wirklich, wirklich teuren, Snap-on, Gutmann, etc., die können nicht alles. Ne? Die kommen nicht überall rein. Wie gesagt, das kann man sich abschminken. Insofern bräuchtest du für Franzosen ein eigenes, für Japaner ein eigenes, und dann teilweise noch herstellerspezifisch, Mercedes, Star-Diagnose und weiß der Teufel, was nicht noch alles. Da seid ihr schnell bei 20.000 Euro. Ja. Das ist halt so. Trotz OBD etc. Kocht halt jeder Hersteller immer noch sein eigenes Süppchen. Das ist das Problem. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir hier? Service Light Reset. Kraftstoffstand Geberkreis Fehler permanent. Mal löschen. Okay, scheint ein Solarfehler zu sein. Sonst hat er auch nicht viele Fehler. Instrument, was will das? Das gleiche in grün, ja. Ja. Wäre da jetzt wirklich ein permanenter Fehler drin, hätte er mich das nicht löschen lassen, ne? Motor. AGR-Regler, falscher Strömungswert, Luftmassenmesser, falsches Signal. Ja, weil ich das Ding abgezogen hatte, ne? Sonst noch jemand? Nein. Perfekt. Das ist doch der Motor. MSA 15.8. 15.7 kann er nicht auslesen, aber der hier hat eine 15.8. Sonst hätte er nicht. Werde ich auch nicht los, das Ding. Naja. Kann man nichts machen. Okay. Dieselmotor 15.8
Nochmal direkt auslesen. Keine Fehlercodes. Ja, dann kann ich es auch nicht löschen. Sehr witzig. Mal starten. Was soll denn jetzt? Spinnt jetzt die Wegfahrsperre rum. Na. Okay. Ich habe nichts gesagt. Pumpenjustierung können wir hier machen. Wie gesagt, der hat zwei Riemen und der zweite muss dann halt Turboregelventil, die kann ich aktivieren, einzeln aktivieren. Das spiegelt wie blöd. Also in vielen ist das Delphi natürlich besser. Wie zum Beispiel jetzt hier diese Bauteilaktivierung, ne? Stellglied und so weiter und so weiter und so weiter. Motorkontrolle ist wieder aus. Und hört sich wieder normal an. So. Jetzt ist für heute erstmal Feierabend. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann geht es hier der Karre an den Kragen. Ne? Ölwechsel, Federbein raus, Motorlager. Ich wünsche euch einen angenehmen Start ins Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wieder mit diesem Fahrzeug. Ich hoffe, es hat euch gefallen.